Heute für euch der Grund, wie Severus Snape das Fliegen ohne Besen erlernen konnte. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir eine Theorie erörtern, die sich um Severus Snape und seine Fähigkeit zum Fliegen dreht. Dabei werden wir auch die gängige Annahme in Frage stellen, dass Voldemort derjenige war, der ihm diese Fähigkeit beigebracht hat. Allerdings möchte ich zu Beginn klarstellen, wenn ich von Fliegen spreche, meine ich nicht die Verwendung eines Besens. Vielmehr beziehe ich mich auf Snapes Fähigkeit, sich durch die Luft zu bewegen, ohne ein herkömmliches Fluggerät wie ein Besen zu nutzen. Eine seltene und außergewöhnliche Fähigkeit, die nur wenigen Auserwählten in der Harry Potter-Reihe vorbehalten ist. In den Harry Potter Filmen sehen wir die Todesser bei zahlreichen Gelegenheiten fliegen, zum ersten Mal im Orden des Phönix. Später im Halbblutprinzen beobachten wir erneut, wie die Todesser verschiedene Dinge und Leute angreifen. Da wir sie direkt vor unseren Augen fliegen sehen, haben viele Fans den Glauben entwickelt, dass jeder gewöhnliche Todesser tatsächlich flugfähig ist. Das ist jedoch keineswegs der Fall. In den Büchern werden die Todesser an keiner Stelle fliegend dargestellt, sondern lediglich apparierend. Die einfache Lösung für dieses Rätsel ist also, dass die Filmemacher im Namen interessanter visueller Effekte das Erscheinen oder die Teleportation einfach wie Fliegen aussehen ließen. Doch nur weil die Todesser nicht fliegen konnten, bedeutet das keineswegs, dass niemand dazu in der Lage war. Tatsächlich kommen mir zwei Zauberer in den Sinn, wenn ich an das Fliegen denke: Lord Voldemort und Severus Snape. Und wie es der Zufall will, besaßen diese beiden Zauberer die Fähigkeit des ungestützten Flugs. Hier ein kleines Beispiel. Und dann sah Harry ihn. Voldemort flog wie Rauch im Wind, ohne Besenstiel oder Testrale, die ihn hielten. Sein schlangenartiges Gesicht leuchtete aus der Schwärze. Seine weißen Finger hoben erneut den Zauberstab. J.K. Rowling soll gesagt haben, dass alle Zauberer von Natur aus die Fähigkeit zum Fliegen besitzen, aber dass die große Mehrheit einen Besen braucht, um sie zu nutzen. In Voldemorts Fall war er so fokussiert und mächtig, dass er in der Lage war, die Kraft zu kanalisieren und die Energie durch sich selber und nicht durch den Besen nutzbar zu machen. Diese außergewöhnliche Fähigkeit ist ein Indiz für eine wahrhaft mächtige Hexe oder mächtigen Zauberer. Ebenfalls beobachten wir Severus Snape, den einzigen anderen bekannten fliegenden Zauberer, mit einem Besen, wie er in den Heiligtümern des Todes von Hogwarts davonschwebt. Er ist gesprungen, sagte Professor McGonagall. Sie meinen tot? Harry sprintete zum Fenster. Nein, er ist nicht tot, sagte McGonagall. Er scheint ein paar Tricks von seinem Meister gelernt zu haben. In den Büchern vermutet McGonagall, dass Snape seine Fähigkeit zum Fliegen durch seine Nähe zu Lord Voldemort entwickelt hat. Zu einem bestimmten Zeitpunkt galt Voldemort als der einzige bekannte Zauberer, der die Fähigkeit zum Fliegen ohne Besen besaß. Daher war McGonagalls Behauptung durchaus nachvollziehbar. Wenn Voldemort der einzige bekannte Flieger ist und plötzlich Snape fliegen kann, ist es nur logisch anzunehmen, dass Voldemort ihm diese Fähigkeit beigebracht hat. Wie dem auch sei, an dieser Stelle beginnt die Theorie, sich einzuschleichen. Während die allgemeine Annahme besagt, dass Voldemort Snape das Fliegen beigebracht hat, neige ich eher dazu, weil ich eine Theorie im Internet gefunden habe, dass es tatsächlich das Gegenteil ist. Beide Zauberer sind dafür bekannt, den Status quo der Zauberei ständig in Frage zu stellen. Die Erfindung von Zaubersprüchen und das Experimentieren mit neuen Formen der Magie scheinen eher etwas zu sein, dem Snape nachgegangen wäre. Voldemort hingegen war zu sehr damit beschäftigt, sein Leben zu verlängern und seine Forschungen auf der dunkleren Seite des Spektrums voranzutreiben. Ein weiteres starkes Argument, das gegen die Annahme spricht, dass Lord Voldemort derjenige war, der Snape unterrichtete, ist die Tatsache, dass Voldemort ähnlich wie bei seinen Horcruxen niemals Magie weitergeben würde, die ihn außergewöhnlich machen würde. Selbst wenn er die Fähigkeit zu fliegen entwickelt hätte, würde er sie keinesfalls mit seinen Anhängern teilen, selbst wenn dadurch ein Wettbewerbsvorteil entstehen würde. Schließlich war Lord Voldemort arrogant und maßlos überheblich. Das bringt uns zu einer entscheidenden Frage. Wenn Voldemort Snape nicht das Fliegen beigebracht hat, wer war es dann? Und hier tritt Lily Evans in Erscheinung. Lachend schwang sich Lily höher als ihre Schwester. Sie zitterte vor Aufregung über das, was sie vorhatte zu tun. »Lily, tu es nicht«, kreischte Petunia. Aber ihre Worte kamen zu spät. Lily hatte die Schaukel bereits losgelassen und schwebte höher und höher in die Luft. Mit einem lauten Lachen schleuderte sie sich in die Lüfte, anstatt auf dem Asphalt des Spielplatzes aufzuprallen. Wie eine Trapezkünstlerin schwebte sie durch die Luft, hielt sich viel zu lange oben und landete viel zu leicht. Lily hatte das schon immer gerne gemacht. Das Gefühl, durch die Luft zu schweben, gehörte zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Mami hat gesagt, du sollst das nicht. Petunia stoppte ihren Schwung. Mami hat gesagt, dass du das nicht darfst, Lily. Aber mir geht es gut, sagte Lily und sie kicherte immer noch.
Petunia, sieh dir das an. Schau, was ich kann. Der obige Text lässt vermuten, dass Lily Evans möglicherweise die erste Hexe in der Welt der Zauberer war, die versehentlich in das Reich des Fluges eintauchte, ohne Besen. Und mit wem verbrachte Severus Snape in seiner Jugend eine beachtliche Menge an Zeit? Natürlich mit Lily Evans. Severus Snape wurde am 9. Januar 1960 geboren und wuchs in der Muggelbehausung von Spinner's End auf, einem schäbigen Vorort von Cokeworth. Um dem Elend seines Zuhauses zu entfliehen, streifte Severus oft durch die Nachbarschaft. Da es sich um eine Gegend handelte, in der die Mehrheit der Einwohner Muggel waren, waren die meisten Begegnungen von Severus mit seinen Nachbarn von Menschen geprägt, die weder aus magischen Familien stammten, noch über magische Fähigkeiten verfügten. Wahrscheinlich war Snape deshalb so begeistert, als er im Alter von 9 Jahren den Evans-Schwestern Lily und Petunia begegnete und sich schnell von Lilys Fähigkeiten zu zaubern beeindrucken ließ. Es wird behauptet, dass Severus sich fast sofort in Lily verliebte und allein die Tatsache, dass sie ein wenig zaubern konnte, ihn wahrscheinlich in den Bann zog. Fast unmittelbar nachdem sie sich kennengelernt hatten, begann Snape Lily in eine Reihe von ersten Erfahrungen in der Zaubererwelt einzuführen. Da Lily aus einer Muggelfamilie stammte, wusste sie nicht einmal, dass die Zaubererwelt existierte, bis Snape ihr die Dinge erklärte. Dank Snape gewöhnte sich Lily sehr schnell an alles, was mit Magie zu tun hatte, und bereitete so ihren Eintritt in die Zaubererwelt vor. Aber ich habe den Eindruck, dass dieser Unterricht nicht ganz einseitig war. Sicher, Snape hat Lily viel über die Zaubererwelt beigebracht, aber was, wenn Lily auch Snape etwas lehrte? Als junger Mann war Snape in Lily vernarrt und ihre Entdeckung einer relativ unbekannten und unerforschten magischen Fähigkeit wie dem Fliegen hätte zweifellos seine Zuneigung zu ihr weiter verstärkt. Ich will damit nicht sagen, dass Lily Evans, eine junge Hexe ohne jegliche Erfahrung in der Welt der Zauberer, fliegen kann wie Severus Snape. Jedoch ist es eine der wenigen Stellen in den Büchern, die sich auf das Fliegen in irgendeiner Form bezieht, und dabei handelt es sich auch noch um das älteste Beispiel. Es ist in den Büchern gut dokumentiert, dass einige Hexen und Zauberer bestimmte Veranlagungen zu bestimmten Zaubern und Fähigkeiten haben. Es ist durchaus möglich, dass Lillys besonderes Talent das Fliegen war, oder zumindest das Frühstadium davon. Bevor sie Hogwarts besuchte, hatte Lily über Snape hinaus keine Verbindung zur Welt der Zauberer. Daher ist es nur logisch anzunehmen, dass sie ihr begrenztes Wissen mit ihm während ihrer gemeinsamen Zeit teilte. Und sie wäre wohl kaum die einzige Hexe oder der einzige Zauberer in der Geschichte, der ein einzigartiges Stück von Magie geheim gehalten hat. Voldemort hatte seine Horcruxe, Snape hatte sein Buch voller Zaubersprüche und die Rumtreiber hatten ihre Animagus-Fähigkeiten. Die Flugfähigkeit könnte Snapes und Lillys kleines Geheimnis gewesen sein. Wie Voldemort zu dieser Fähigkeit kam, nun, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das erste wäre, dass Voldemort das Fliegen einfach ganz alleine herausgefunden hat. Als einer der mächtigsten Zauberer aller Zeiten konnte er oft erreichen, was er sich in den Kopf gesetzt hatte. Dass er die Fähigkeit zu fliegen ganz allein entwickelt hat, liegt nicht außerhalb des Bereichs des Möglichen. Und zweitens hätte Voldemort natürlich gesehen, wie Snape flog, und anscheinend verlangte er auch, dass dieser ihm diese Fähigkeit beibringt. Über die Jahre hinweg musste Snape viele Dinge vor Lord Voldemort verbergen, und da Voldemort die Macht als Legilimentiker besaß, ist es durchaus möglich, dass er erkannte, dass er dem dunklen Lord von Zeit zu Zeit einige Geheimnisse preisgeben musste. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass laut Rowling jede Hexe und jeder Zauberer die angeborene Fähigkeit zu fliegen hat. Man muss nur mächtig oder konzentriert genug werden, um sie zu kanalisieren. So wie ein junger Zauberer lernt, auf dem Besen zu fliegen, müssen Hexen und Zauberer hart daran arbeiten, wenn sie das ungestützte Fliegen erlernen wollen. Was denkt ihr dazu? Führt die Passage, in der es darum geht, dass Lily durch die Luft schwebt, in eine Sackgasse, oder hat sie eine gewisse Aussagekraft? Was haltet ihr von der Idee, dass das Fliegen in Harry Potter direkt von Lily Evans stammt? Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen und gebt mir Bescheid, falls ich etwas übersehen haben sollte. Und das war's mit diesem Video. Falls ich etwas übersehen oder etwas falsch verstanden haben sollte, hinterlasst bitte einen Kommentar unter dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm gerne einen Like und abonniere den Kanal für mehr Harry Potter Content. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.